Hallihallo, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen hier wieder einmal zu Aion. Ich habe jetzt mal gehört, dass einer Aion gesagt hat, anstatt Aion. Kann ich nicht so wirklich sagen. Hier ist auf jeden Fall, hat bestimmt einen Quest, oder ich kann da etwas abgeben. Neue Quest, die nehmen wir mal an. Aion euch beschützen. Wisst ihr ja, wir nehmen erstmal alles an, dass ich noch mehr verwirrt bin. Willkommen, Yang, Yang, Yang. Was ich sowieso schon immer bin. Weil ich so viel schöne Quests hier habe. Oder besser gesagt, zu viele, die mich da ein bisschen verwirren. Und hier haben wir auch noch einen. Aber das sieht aus, als könnte ich den abgeben. Welche Richtung? Ne, habe ich den jetzt abgegeben? Ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, was ich hier so grafikmäßig ist natürlich, finde ich, einfach von der Grafik her, wenn man hier mal ranzoomt und so, ist natürlich ein bisschen hochauflösender. Also nicht alles, aber zum Großteil erstmal for Story. Aber mir gefällt ehrlich gesagt dieser Fantasie-Grafikstil in for Story, wenn ich das mal so sagen darf, besser als hier in Aion. So, und ich würde sagen, wir machen hier erstmal diese Quests weiter. Wir nehmen den in die aktiven Quests mit rein. Antiker Würfel habe ich hier. Aktiv, abgeschlossen, aktiv. Auftrag, Krieg, West. Tja, ich habe hier nicht so wirklich die Ahnung, was das hier alles so auf sich hat. Aber wir machen, glaube ich, erstmal die Botschaft der Elim. Und ich muss mit Asteros sprechen. Waren wir doch. Sprecht mit Asteros. Hä? Verstehe ich gerade nicht. Aber okay. Ach so, halt, ich muss hier mich erstmal auch wieder. Das ist vielleicht nicht ganz so gut. Also da muss ich mir nochmal irgendwas Neues einfallen lassen. Aber ich habe ja im Prinzip, habe ich ja so dieses Mal for Story, Mal Aion, dass es mir selber einfach auch nicht auf die Ketten geht und zu langweilig wird. Ah, hier haben wir jetzt Asteros. So, Botschaft. Ah, ihr seid sicherlich sie. Ich habe schon viel von euch gehört. Ihr solltet eine sehr tüchtige Magierin sein. Ich bin Asteros, der Priester diesen kleinen Dorfes. Wie kann ich euch helfen? Feyra schickt mich. Okay, die Elben baten um Hilfe. Gut. Da ein Quest weniger. Sehr gut. Aber wo haben wir hier halt mal antiker Würfel? Und bitte, der Elm hätten wir ja ausgeführt. Dann nehmen wir mal Kleidung der... die Hainabachse im Damianwald. Okay, dann werden wir mal in den Damianwald gehen. Ich weiß nicht, aber ob ich... oder ob ich vorher erst die ganzen Kampagnenquests noch erledigen soll. Also... ich, wie gesagt, ich bin da mit den Quests, ehrlich gesagt, irgendwie habe ich da auch noch nicht so den Durchblick erlangt. Es gibt die Kampagnenquests und es gibt dann diese normalen Quests. Oh, aber hier ist bestimmt kein nichts mehr drin. Aber ich nehme hier einfach mal eine Aria mit. Und wird die gesammelt, jawohl. So, und ich habe ja hier noch einen Haufen Zeug. Gerösteter Würfel für Quest-Items. Und ich habe ich hier noch irgendwie dieses Werkzeug alles? Nee, weil ich kann mich erinnern, ich hatte mir das letzte Mal irgendwie, Werkzeug noch mit genommen, um da so zu. Na, ich komme nicht auf den Namen. Naja, auf jeden Fall. Ach nee, ich kann ja mehrmals sammeln.
Yay, das wird da diesmal richtig erfolgreich dann. Aber ich habe immer noch keine Ahnung, was das Sammeln eigentlich bringt. Aber hier ist Misserfolg, das ist ja doof. Aber ich mache es einfach mal, weil ich hier dann einfach Erfahrungspunkte dafür kriege. Und jeder Erfahrungspunkte ist gut, würde ich mal denken. Professions sammeln. Ja, verschiedene Materialien und die werde ich dann wahrscheinlich auch noch später alle brauchen. Und deswegen denke ich, ist das eigentlich ganz gut, wenn ich das jetzt schon alles mache. Aber ich müsste ja jetzt hier Kleidung der Jähn ist hier drinne. Und den Kampagnenquest hätten wir wo? Da müssen wir auch dorthin. Na, dann ist ja dann. Okay, dann ist das ja in Ordnung. Aber ich glaube, ich muss hier mich noch erstmal ein bisschen nochmal in dieses Kampfsystem hier einfinden. Da bin ich mir. Ach nee, siehst du, zuerst war. Mana-Stein. Zuerst. Was war denn das? Okay, Erdschaden, dann die Eiskette. Okay, gut, wie gesagt, das ist erst einmal, um wieder ein bisschen reinzukommen. Aber irgendwie will er gerade nicht so. Kann ich hier mit Z? Schade. Ich hatte gehofft, dass das irgendwie so die gleichen Tastenkombis wie in For Story sind. Aber scheinbar doch nicht. Das ist doof. Naja, was soll's. Aber ich glaube, ich brauche die jetzt auch nicht unbedingt alle mitzunehmen. Ich weiß es halt nicht, wie das hier mit dem Quest-System alles. Oh, du hast mir die Aria mitgenommen. Finde ich ja doof. Elrock! Waldtür. Nur hier hätte man eine Pulter-Teleportstatue. Hier hätte man eine Aria. Aber der sammelt da auch gerade. Mit der jemand sammelt. Mäh. Aber ich kann hier den Heim-Abex, die soll ich doch machen. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Yay! Ein Level up. Sehr schön. Kleidung des Jähn. 1. Sehr gut. Aber mit dem Level up kann ich dann hier nicht noch irgendwas. Oder wie ist das hier mit den. Mit diesen ganzen. Aber ich habe hier nicht noch welche, die ich jetzt. Energieabsorption, Gefrierschock, die kann ich erlernen. Und Steinhaut haben wir noch zum Erlernen. Gut. So, dann starten wir hier mal die Identifizierung. Weißes Steinbad kann man zwar nicht nehmen, aber egal. So. Was ist mit dem? Kleine physische Angriff wird um 2 Punkte, Magieverstärkung um 10 Punkte. Für 15 Minuten erhöht. Das ist doch sehr gut. Würde ich mal denken. So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier noch irgendwas mit reinnehmen können. Aber bis jetzt nicht so wirklich. Gut, dann haben wir hier, aber den hier könnten wir mal umtauschen. Dass wir halt erst die 5 nehmen. Dass der nämlich verlangsamt ist. Und da will noch einer was von mir, das finde ich ja überhaupt nicht. Das finde ich ja überhaupt nicht toll. Wen gebe hier?
Das ist das falsche Ziel. Warum kam der auf einmal an? Auf jeden Fall. Na, hier ist noch kein Hyänen-Ding drin. Doch, hab ich. So, und bringe ihr Fell zu Moon. Moon. Wo ist der? Da, wieder zurück nach Akeros. Na gut, dann ist mir eigentlich auch recht. Ja, mal, yay, hier haben wir noch eine Aria, die wir sammeln können. Huch, Gruppe? Was ist mit Gruppe? Keine Ahnung. Hä? Was für... Na, egal. Irgendwie... Was natürlich, was ich bei Aion gehört habe, das ist an... Also, dass du da nicht ohne zu kaufen nicht unbedingt weit kommst. Und eben auch in die Richtung Gruppe, so wie das bei Four Stories, dass man eine Gruppe hat, so mit anderen Spielern handeln kann, dann auch nicht geht, wenn du jetzt hier im Prinzip nichts kaufst. Werden wir mal einfach schauen, wie weit wir kommen. Ich meine, bei Four Stories haben ja auch viele gesagt, dass, also, oder habe ich ja auch schon einige Rückmeldungen bekommen, die mich gefragt haben, wie bist du so weit gekommen, ohne was zu kaufen. Ich habe ein einziges Mal habe ich was gekauft. Und zwar war es, weil ich eben falsch geskillt hatte. Und da hatte ich damals einen Vergessenheitstrank gekauft. Das war das Einzige. Und wir werden jetzt einfach mal gucken, wie weit wir hier bei Aion kommen. Also ich weiß nicht, spreche ich das überhaupt richtig aus, weil Ajax, der hat von Aion gesprochen. Also er macht hauptsächlich Four Story, aber, oder... Ja, er macht Four Story, aber könnt ihr dort auch mal reingucken. Ein richtig gutes, also für mich finde ich ein richtig geiles LP. Ich gucke gerne rein. Und vor allem finde ich, wurde es jetzt auch zumindest, weil er macht ja auch Magier wie ich in Derion, finde ich, wurde es auch vereinfacht. Also vom Leveln her, dass du am Anfang richtig schnell levelst, wenn ich überlege, wie lange ich gebraucht hat und wie schnell er schon in 30ern ist. Aber wahrscheinlich stelle ich mich da auch dämlich an und hier stelle ich mich bestimmt auch nicht gerade so gut an, würde ich mal denken. Möge Aion euch beschützen. Aion führt euch zu mir. So, es war doch irgendwo cool, dass wir so viel gesammelt haben. So, hier wurde ich gerade gebufft. Aber ich würde mal sagen... Ich verkaufe mal ein bisschen was, ne? Was wünscht ihr? Gegenstände verkaufen. Wir haben ja einiges zum Verkaufen. Mana-Stein. Verbannt will ich nicht. Event. Aria, nein. Energieabsorption, Event nicht. Mana-Stein auch nicht. Event. Lebenstrank. Zerlegter. Ja, das kann ich mal. Ja, diese ganzen Pulverchen. Erholungsserum, Mepius-Leder. Söldnergürtel. Den könnte ich doch, also das brauche ich natürlich nicht. Dolch des Jägers, was haben wir hier? Gerösteter Porus, Stück eines Abex-Hufs. Und dann nehmen wir mal, wird mal das hier auch noch verkauft. So, los, ab, verkauft. Ich weiß halt nicht, ob ich die Lebenselixiere, aber ich, was ist denn mit den Mana-Steinen? Die kann ich ja auch irgendwo ausrüsten, oder? Siehst du, den Gürtel, den kann ich ja auch noch anlegen. Oh, habe ich das jetzt genommen? Wollte ich eigentlich nicht nehmen. Aber ich ordne hier mal ein bisschen, damit das einfach
bisschen besser aussieht. So, was haben wir hier? Verbände. Hier haben wir noch Mana-Tränke, sag ich mal. Oh, die Mana-Steine, die lege ich jetzt hier hin. Das sind dann alles Formeln. Das ist Verband. Ne, hier.